Ja, vielen Dank an alle Helfer, Unterstützer, Förderer, alle, die hier mitgewirkt haben. Es hat sich gezeigt, dass wir hier im Landkreis Hameln-Pyrmont eine gute Arbeit geleistet haben. Wir haben einen fairen Wahlkampf bislang gemacht und das wird die letzten 14 Tage auch so bleiben. Wir werden eine gute Arbeit machen, wir werden weiterhin Leistung zeigen und in 14 Tagen werden wir hier wieder stehen und kräftig feiern. Über 1000 Stimmen Vorsprung derzeit. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch verändert, aber das ist ein klares Signal an die Demokratie. Und ich halte es auch für ein klares Signal, dass hier eine Partei versucht hat, die Bürgerinnen und Bürger von Hameln-Pyrmont für dumm zu verkaufen, indem man gesagt hat, hier gibt es keine Rechtsradikalen in der AfD. Und das ist nicht gelungen und das ist gut so. Die demokratischen Kräfte. Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Hameln-Pyrmont haben sich für die demokratischen Kräfte entschieden. Das ist gut so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch hierfür stehen. Wir leisten gute Arbeit im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und lasst uns jetzt so weitermachen, lasst uns kämpfen die letzten 14 Tage. Der Endspurt, der wird gut. Wir haben eine gute Bootslänge Vorsprung und das führen wir auch ins Ziel rein. Jawohl. Es war wirklich total cool. Wir haben morgens um 5.50 Uhr angefangen, die ersten Flyer und Brötchen an Bahnhöfen und Busbahnhöfen zu verteilen. Und gestern Abend haben wir um 2:30 die letzte Kneipe verlassen. Also wir haben jede Minute ausgenutzt, um Wahlkampf zu machen mit echt Spaß. Es hat echt Spaß gemacht mit allen. Und ich lade euch jetzt alle ein. Ein bisschen Kondition habe ich noch. Die nächsten 14 Tage Wahlkampf machen. Das macht Spaß, geht raus. Es sind viele tolle Leute. Wir haben im Landkreis wirklich die Mehrheit gut denkender Menschen. Es macht Freude, mit Menschen hier in die Gespräche zu kommen. Und lasst uns jetzt 14 Tage rausgehen und das Ding klar machen und rocken und dann ziehen wir ins Kreishaus ein. Herzlichen Dank und ich sage danke, danke, danke und ich hätte nie an 32% gedacht. Nee, danke. Danke. Okay.